Jo Leute, was geht ab? Shop-Herum sind am Start und heute mal wieder mit was ganz Neuem. Und zwar einem Gerät, mit dem man CarPlay hat oder Android Auto. Und es geht hier um ein Gerät von der Firma CarABC oder CarABC. So, was das Ding genau kann und ja, was es so alles hat, würde ich sagen, klären wir gleich nach dem Intro. Machen wir Unboxing etc. Und dann schauen wir mal. Also, bleibt dran. Ja, also wie gesagt, die Firma CarABC, ich blende es mal kurz ein, denn ihre Seite, könnt ihr vielleicht mal schauen, wenn ihr Bock drauf habt, hat mir das Gerät zur Verfügung gestellt. Ja, so, und ich darf es für euch testen und schauen mal, was das Gerät so kann. Für mich ist es komplettes Neuland, weil ich selber habe noch kein CarPlay bzw. Android-Autogerät gehabt oder genutzt. Bislang immer auf der herkömmlichen Weise mit einem Navigationsgerät. Ja, und ja, wie gesagt, schaut mal gerne auf den Link vorbei, ich blende ihn mal kurz ein und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal rein. Ja, wie gesagt, das Gerät kommt hier in dieser Schachtel. Wir haben hier an der Seite nochmal ein paar Informationen, was für ein Prozessor verbaut ist. Wir haben DDR3-Speicher, ja, Wireless-Screen, klar, weil es überträgt ja quasi unser Handy auf das Gerät oder das ein Teil unseres Handys auf das Gerät. Ja, wir haben hier IP65 wassergeschützt. Auf der anderen Seite nochmal das Gleiche und auf der Rückseite nochmal. Ja, diese einzelnen Spezifikationen, ja, wir sehen hier zum Beispiel, es hat Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ja, in welchem Temperaturbereich es verwendet werden kann. Und ja, würde mal sagen, wir machen es mal auf. Ich selber habe es auch noch nicht geöffnet. Ist jetzt für mich auch Premiere, weil ich denke mal, dann kommt es immer am authentischsten rüber, wenn man vorher natürlich schon stundenlang mit dem Gerät rumgemacht hat. Dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr, aber es soll ja quasi genauso sein, wie ihr es bekommen würdet. Ja. So, wir haben jetzt hier noch eine Anleitung, eine Kurzanleitung auf Englisch. Da steht nochmal drin, was alles dabei ist und auch wie man dann das Gerät koppelt. Rückseite auch nochmal. Ja, ich packe es erstmal beiseite. Vielleicht brauchen wir es ja gar nicht. Ansonsten, wenn wir es brauchen, dann werden wir es nachher merken. So. Dann ist das hier das Gerät. Okay, ist auch schon verbunden mit dem Kabel. Packen wir erstmal an die Seite. Können wir das, den Tray hier rausnehmen. So, und was haben wir hier? Ja, hier haben wir jetzt noch einiges an Montagematerial. Ich sehe hier auch einen kleinen Schraubendreher, der damit da schon mal mit dabei ist, falls man zu Hause keinen haben sollte. Wie genau wir das jetzt gleich verwenden, müssen wir gleich mal schauen. Okay, dann haben wir hier die ganz normale Halterung, wo das Gerät dann wahrscheinlich drankommt und an den Lenker. Da ich ja keinen Lenker habe in dem Sinne, müssen wir schauen, wie wir das bei mir dann dran machen werden. Ja, gucken wir mal. So, dann haben wir hier. Ah, okay, das hier scheint wahrscheinlich die Blende zu sein. Was hier an dem Gerät irgendwie oben drauf kommt, vermute ich jetzt mal, aber ich weiß es nicht genau. Werden wir mal gleich sehen. So, dann haben wir hier einmal zum Verkabeln direkt ans Motorrad, an die Motorradbatterie zum Beispiel. Ich selbst werde es allerdings nicht direkt an die Batterie anschließen, sondern wenn dann
wie ich es auch mit meinem Navi gemacht habe, an Standlicht. Ja, so dass es quasi angeht, wenn Standlicht an ist und wenn das Motorrad aus ist oder Standlicht aus ist, dass es dann auch wieder direkt ausgeht. Ja, sieht dann so aus. Hat dann auch nochmal eine eigene Sicherung hier. Ja, also seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, dann haben wir hier nochmal ein Kabel. Das ist ein USB-Kabel. Ja, falls ihr das Gerät per USB betreiben wollt, gibt ja auch Leute, die haben dann zum Beispiel einen Zigarettenanzünder oder irgendwas im Motorrad und können dann per USB das Gerät mit Strom versorgen. Einen eingebauten Akku haben wir nicht. Also ihr braucht effektiv wirklich Strom, um das Gerät betreiben zu können. Ja, die Kiste ist leer, wie man sehen kann. Gut, dann gucken wir uns das Gerät mal nochmal an. So, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein 5 Zoll Display. Kurzer Spoiler, demnächst bekomme ich noch ein Gerät von einer anderen Firma. Das hat dann ein 7 Zoll Display. Ja, aber ich denke mal so, für grundsätzlich werden 5 Zoll auf jeden Fall reichen. So, wir werden jetzt gleich so machen. Ich werde jetzt schon mal hier am Tisch erstmal versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Das heißt, ich werde das gleich hier mal anschließen an meinem Rechner oder so über USB. Und dann gucken wir mal erstmal, wie das Ganze so aussieht. Ja, wenn wir jetzt hier mal von unten schauen, haben wir jetzt hier so eine Klappe. Da sind jetzt zwei Schrauben drin. Ich werde die jetzt einfach mal lösen. Coolerweise gibt es ja gleich einen Schraubendreher mit dabei. Das heißt, man muss jetzt nicht in die Werkstatt laufen und sich erstmal einen Schraubendreher holen. Okay, die erste Schraube ist raus. Legen wir hier an die Seite. Die sind sehr, sehr klein, da müsst ihr aufpassen. Okay, also hier scheint man eine SD-Karte reinmachen zu können. Ich versuche jetzt mal irgendwie diesen Deckel hier abzuheben, aber es ist nicht so einfach. Aber es muss ja auch wassergeschützt sein, von daher ist es auch okay, wenn es ein bisschen schwieriger geht. Ja, der Deckel ist ab. Das ist so ein Gummideckel. Und hier kann man eine SD-Karte reinmachen. Jetzt werdet ihr euch fragen, für was eine SD-Karte? Naja, also ihr könnt theoretisch gesehen, könnt ihr zum Beispiel Filme auf der SD-Karte machen und wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr euch einen Film anschauen. Wie gesagt, ich bräuchte es jetzt nicht, aber man hätte theoretisch gesehen die Möglichkeit. Dazu kommt auch noch, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, dieses Gerät kann man optional auch betreiben mit zwei Kameras. Eine für vorne und die andere für hinten. Und hier hat man nochmal einen USB Type-C, ist das glaube ich? Ja. USB Type-C Anschluss, ja, wahrscheinlich für die Datenübertragung vom Rechner zum Gerät, ja. Beides brauchen wir jetzt nicht. Also ihr könnt das Ganze hier nochmal mit zwei Kameras verbinden. Das kann man auch direkt beim Hersteller selbst dann mitbestellen. Und dann habt ihr quasi eine Dashcam für vorne und für hinten und habt dann auch die Möglichkeit, eure Aufnahmen dann direkt hier auf dem Gerät zu speichern. So, ich mache das Ganze jetzt wieder zu mit den kleinen Minischrauben, ja, weil wir müssen da jetzt nicht ran. Und dann geht es gleich weiter für euch. Außerdem habt ihr hier rechts an der Seite nochmal vier Knöpfe. Das eine scheint mir irgendwie ein Kameraknopf zu sein. Das andere könnte irgendwie ein Tabwechsel sein. Und das hier ist einmal ein Haussymbol, da kommt ihr wahrscheinlich direkt ins Hauptmenü. Und das hier ist einmal der An- und Ausschalter, wobei eigentlich es so sein sollte, dass wenn ihr das Gerät mit dem Strom verbindet, dass es dann automatisch angehen sollte. So, wir werden jetzt mal schauen, dass wir hier diese Sonnenblende jetzt mal aufschrauben. Ja, da sind natürlich dann auch zwei kleine Schräubchen dabei. Die sind genauso klein wie die anderen beiden Schrauben für das Fach für diese SD-Kartenkram. So. Und auch hier kann man wieder das mitgelieferte Werkzeug benutzen. Ja, also die Sonnenblende habe ich jetzt hier drauf geschraubt. Das war natürlich total easy. Zwei Schrauben, wie gesagt, werden mitgeliefert. Werkzeug habt ihr ja auch dabei. So, wir werden jetzt mal versuchen, das Gerät einfach mal an meinen PC anzuschließen und schauen mal, ob der Strom schon reicht, was da ankommt. Oder, die Frage hat sich erübrigt. Also der Strom vom PC, also über den USB-Anschluss, reicht auf jeden Fall, um das Gerät zu starten. Ihr habt jetzt gerade hier eine kleine Musikdarstellung gehabt. Ja, dann gehen wir mal hier in die Settings. So,
Sprache habe ich gerade schon eingestellt. Ist auf Deutsch. Ja. Ich hoffe, dass das für euch jetzt alles so vernünftig sichtbar ist. Ja. So, Zeit einstellen. Heute ist der 13.05. und es ist gerade 17.29 Uhr. 17. So, welche Zeitzone sind wir? Müssten ja eigentlich... Ja, also hier bei Phone Audio könnt ihr dann aussuchen, ob das Gerät quasi auch den Sound übertragen soll von eurem Handy oder ob ihr das dann lieber beim Handy lassen sollt und dementsprechend dann auch beim Intercom vielleicht. So, den Tastenton machen wir erstmal direkt aus, weil das ist vielleicht ein bisschen nervig. So, Reset Fabrik, sollte klar sein, das ist eigentlich dann nur die Werkseinstellung. So, und jetzt kann man hier zum Beispiel auch die Helligkeit einstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Ja, je nachdem, was die Kamera daraus macht. Aber ich denke, man sollte es sehen, dass es dann heller wird. So, jetzt habe ich auch volle Pulle. Das lassen wir jetzt auch mal so. Sofern die Kamera das okay findet. Gut. Dann haben wir hier die Lautstärke. Gerade bei 100%. Und wir haben hier Bluetooth. So, und wir sehen hier, wir sind noch nicht connected. Ja, wir können auch hier das Gerät nochmal umbenennen. So, also bedeutet das, hier können wir nichts drücken. Hier haben wir CarPlay und Android Auto. Gut, also, was sagt uns das jetzt? Also wir haben jetzt hier nichts weiter zu machen. Wir müssen jetzt auswählen CarPlay oder Android Auto. Ja, so, das bedeutet, ich werde jetzt mal mein Handy nehmen, werde das verbinden. Und dann schauen wir mal. So, ich habe das Gerät nun mit Apple CarPlay verbunden, beziehungsweise mit meinem Handy. Ich habe ein iPhone. Und dann kommen wir erstmal hier in dieses Menü rein. Wir können natürlich auch wieder hier auf das Häuschen drücken. Dann kommen wir hier wieder zurück. Ja, auf diese Seite, die kennt ihr ja schon. Und so gehen wir wieder aufs CarPlay und wir sind direkt wieder mit dem CarPlay verbunden. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier an der Seite... haben wir jetzt drei Apps. In dem Fall haben wir einmal die Navigation, die ganz normale Kartennavigation von iPhone selbst oder von Karten oder wie man das nennt. Ja. So, wir werden jetzt hier was suchen. Ah, genau, per Tastatur. Und wir machen jetzt einfach mal Öltankstelle. Und gucken schon mal hier, das ist aber noch nicht das, was wir wollen, Oil Rüdesheim. Gucken wir mal. Ah, das Ü ist hier oben. Okay, das ist ziemlich blöd, denn, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier rechts ist das Häuschen, da, wo das Ü sitzt. Und wir müssten aber Rüdesheim eingeben. Okay, gucken wir mal, ob wir es vielleicht mit UE machen können. Rüdesheim, ja, das mal finde auch. Okay, also vielleicht per Update nochmal. Weiß nicht, ob es schon eins gibt oder so. Aber das wäre ganz gut, wenn das Häuschen vielleicht irgendwo anders hinkäme. Gut, dann nehmen wir das jetzt. Jetzt warten wir kurz. Man muss von vornherein sagen, ne, das ist hier jetzt kein reines Navigationsgerät. Das ist quasi nur ein CarPlay bzw. Android Auto Gerät. Ergo, alles läuft über euer Handy und wird dann quasi an das Gerät quasi gesendet, so dass ihr euer Handy in der Tasche haben könnt und könnt dann das Gerät verwenden, um euch die Navigation anzuzeigen. So, also da ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, noch nie die Karten-App verwendet habe vom iPhone, musste ich jetzt erstmal an meinem Handy die ganzen Erlaubnisse geben, um... ja, meinen Standort zu orten etc. Also wir gehen jetzt wieder hier einfach auf das Kartensymbol. Ja, so, ich habe ja eben gerade mit euch die Öltankstelle ausgesucht. Ja, hier können wir jetzt auf Los drücken. Route nach Geisenheimer Straße 34 starten. Du kannst Siri bitten, alle Verkehrsunfälle oder Gefahrenstellen auf der Route zu melden. So. Weiter Richtung Nordost auf Hauptstraße. Gut. Also das sollte euch ja schon mal bekannt sein, wenn ihr ein iPhone-Nutzer seid. Ja.
Hier läuft jetzt ganz normal die Navigation hier drüber. Und mein Handy berechnet das zwar, aber schickt dann die Bilder und die Daten dann an dieses Gerät. Ja, wir können das jetzt auch nochmal anders machen, indem ich hier unten da drauf drücke. So, das heißt, in dem Moment teilt sich hier der Bildschirm. Ich habe trotzdem hier auf der linken Seite die Navigation mit der Ankunftszeit auch. So, und ich könnte jetzt hier auf der rechten Seite Musik abspielen, währenddessen ich, ja, mich navigieren lasse. Kann natürlich auch die Musik weiterschalten etc. Kann ich jetzt hier in dem Fall aber nicht, weil ich auf meinem Handy gar keine Musik habe. Aber ich habe auf dem Handy Apps, die ich hier drauf verwenden kann. Also wir können auch nochmal hier drauf drücken und somit werden uns jetzt ausgewählte Apps, die ihr auf dem Handy auswählt, werden hier angezeigt. In dem Fall Telefon, Musik, Karten, Nachrichten, jetzt läuft. Home, Podcasts, Hörbücher. Dann habe ich WhatsApp, TomTom Go, Einstellung, Kalender, YouTube Music. Ja, so. Ich werde jetzt mal YouTube Music öffnen. So, und dann schauen wir mal. Ich werde auch die Musik jetzt nur ganz kurz anspielen, weil sonst das Video hier, ja, ihr wisst, was ich meine. Wegen Urheberrecht etc. So, jetzt gehen wir hier mal drauf. Also, wenn ihr dann auf YouTube Music geht, in meinem Fall, ja, und startet jetzt, dann hört ihr natürlich die Musik, je nachdem, was ihr eingestellt habt, wo die Musik abgespielt werden soll, also direkt auf dem Gerät oder dann über euer Handy oder dann, wenn euer Handy mit einem Intercom gekoppelt ist, dann hört ihr es halt dementsprechend aus der jeweiligen Quelle. Und ansonsten, ja, wie gesagt, WhatsApp habt ihr drauf. Ihr habt jetzt hier auch TomTom Go. Das werden wir jetzt einfach mal starten, weil das ist das, was ich benutze, wenn ich Motorrad fahre, meistens zumindest, also wenn ich es mit dem Handy mache. Ansonsten fahre ich natürlich auch mal mit einem normalen Navigationsgerät, aber Sinn und Zweck dieses Gerätes ist ja, dass ich eben nicht mehr ein normales Navigationsgerät verwenden muss. Ja, ich würde sagen, Vorführeffekt. Zum blödesten Zeitpunkt jetzt, habt ihr gerade gesehen, ist mein Abo abgelaufen von vom TomTom Go. Das läuft immer ein Jahr, also ich habe halt immer ein Jahr. Und habe das jetzt eben gerade mal wieder dann verlängert. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch jede andere App, die Apple CarPlay unterstützt, könnt ihr quasi auf eurem Handy laden und könnt dann über euer Handy entscheiden oder in den Einstellungen einstellen, welche Apps hier dann bei euch auf diesem Gerät hier verfügbar sein sollen. Also ich mache jetzt nochmal TomTom Go auf. So, und ihr seht, das funktioniert. Ja, jetzt werden wir mal schauen, wie die Routenführung hier ist, beziehungsweise wie man es hier einstellen kann. Also ihr könnt hier natürlich auch hin und her swipen und könnt gucken, wo ihr genau seid, etc. Ja, also wie ihr sehen könnt, TomTom Go habe ich gestartet. Über Menü könnt ihr euch jetzt natürlich auch hier navigieren lassen. Hier machen wir auch wieder die Oil, oder reicht aber eigentlich, wenn wir nur Oil machen, und geben jetzt hier auch Rüdesheim ein. Auch hier haben wir wieder das Problem mit dem Häuschen hier auf der rechten Seite, seht ihr das? Ja, das sitzt halt genau über dem Ü. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich denke, wir kriegen es auch hier wieder mit UE hin. Rüdesheim. So, suchen mal. Und dann bekomme ich auch hier die Öltankstelle angezeigt. Da drücke ich drauf. Ja, dann kriege ich jetzt die Route angezeigt. Wie gesagt, das ist jetzt die TomTom Go. Ihr könnt auch MyRoots benutzen oder ich glaube Kalimoto hat mittlerweile auch schon CarPlay mit am Start. Und jetzt drücken wir auf Los. Und schon will er uns dann jetzt hin navigieren. Ja. So, auch hier können wir unten links wieder ins eigentliche Menü. Ja. Jetzt wird hier in dem Fall klein auf der linken Seite die Route angezeigt, wo wir langfahren. Rechts kann ich jetzt hier meine Musik weiter abspielen und hin und her switchen. Hier oben drüber kriegen wir nochmal angezeigt, was denn so unsere nächste, unser nächster Wegpunkt ist. Ja, also dass wir quasi als nächstes uns rechts halten sollen in 280 Meter. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch das hier, wie ihr es braucht, so hinlegen. Ihr seht hier euren Empfang auch noch auf der linken Seite. Ich hoffe, man sieht das jetzt alles auf der Kamera. Oben links seht ihr dann die aktuelle Uhrzeit. Ja, hier unten haben wir die Ankommenszeit etc. Ja, und so funktioniert das. Hier seht ihr dann auch den Akkustand eures Handys. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ich brauche das aber hier größer, kein Problem, drückt ihr halt hier drauf
und schon habt ihr eure Navigation dann in Größe. Was natürlich auch cool ist, dass man hier ein voll integriertes Gerät hat. Das bedeutet, wenn man jetzt hier auf WhatsApp drückt, dann spricht Siri mit einem und fragt, soll ich eine Nachricht schreiben oder möchtest du jemanden anrufen? Ja, und ihr könnt durch eure Befehle dann einfach entscheiden, was gemacht werden soll. Man kann dann sagen, Nachricht an, was weiß ich, Schatzi, ich komme gleich nach Hause oder was auch immer. Ja, und dann wird das alles automatisch gemacht. Ihr müsst da nichts tippen oder so. Andersrum könnt ihr auch, wie gesagt, mit Leuten telefonieren. Oder wenn ihr eine Nachricht bekommt, ja, dann tippt ihr auch nur das WhatsApp an. Dann ist es aber nicht wie beim Handy, dass ihr jetzt komplett WhatsApp aufhabt und habt jetzt eure Chats, sondern Siri, in dem Fall zumindest bei CarPlay, Siri liest euch dann die Nachricht vor, fragt euch, soll ich darauf antworten etc. Und also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ja, wie gesagt, also wir haben jetzt hier außerdem, wie gesagt, noch Android Auto. Das können wir natürlich jetzt nicht verwenden, weil ich selber leider kein Android-Gerät habe. Deswegen geht es auch immer direkt wieder bei mir ins CarPlay rein. Aber das Android Auto funktioniert auf dasselbe Prinzip. Ja, wie gesagt, es sind viele Sachen, die könnt ihr euch auch rausmachen. Wie Hörbücher werdet ihr wahrscheinlich unterwegs nicht brauchen und Podcasts oder vielleicht doch. Aber wie gesagt, was ihr halt braucht, lasst ihr drin. Was nicht, ja, macht ihr halt einfach raus. Das stellt ihr dann alles am Handy ein. Ja, was auch sein soll, man soll das Gerät mit Handschuhen bedienen können. Also das hier sind jetzt keine Handschuhe, irgendwie, die jetzt so ein Touchscreen-Möglichkeiten haben. Also da gibt es ja so Handschuhe, die haben da hier vorne auf dem Finger so ja, irgendwas eingebaut, damit man Touchscreens bedienen kann. Hat das jetzt nicht. Das sind jetzt ganz normale 0815 Handschuhe. Und wir schauen mal, ob wir das Gerät bedienen können. Ja, so, also das hat schon mal funktioniert. Können wir auch weiterschieben. Okay, das scheint jetzt nicht zu gehen. Guck mal aufs Häuschen, das geht. Okay, also auf Druck funktioniert es. Schieben scheinbar nicht. Okay, schauen wir jetzt nochmal. Drücken jetzt mal. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen Klobefinger hier, das ist natürlich klar. Ja, wir gehen jetzt mal hier auf Tankstellen. Okay, aber das scheint jetzt zu funktionieren. Also ihr seht jetzt hier die Tankstellen in der Nähe. Ja, jetzt kann ich natürlich jetzt hier mich auch wieder zur Tankstelle navigieren lassen. Route zu Oil, starten. Weiter Richtung Nordost auf. Hauptstraße. Ja, also das scheint zu funktionieren. Machen jetzt mal hier. Ja, also natürlich, klar. Es ist jetzt hier kein Riesendisplay, also ihr müsst natürlich schon ein bisschen dann drauf achten, ob das funktioniert mit euren Handschuhen. Ohne Handschuhe natürlich gar kein Problem, aber während der Fahrt, ja, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt kein Riesendisplay. Da müsst ihr euch schon ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen konzentrieren. Ja, ja. Ob ihr da die Punkte trefft, die ihr treffen wollt. Und ja, aber prinzipiell funktioniert es, ihr habt es jetzt gesehen. Und ja, wir werden mal schauen, wie wir das gute Stück ans Motorrad kriegen. Ja, also ich habe das Gerät jetzt mal so provisorisch an meinem Motorrad fixiert. Nicht mit der mitgelieferten Halterung, sondern jetzt erstmal, wie gesagt, provisorisch. Denn dort hängt ja eigentlich mein Garmin Sumo, was ich ja gerne dafür austauschen möchte. Ich möchte aber ganz gerne die Halteplatte da hinten benutzen und muss mir da noch ein bisschen was basteln, ist aber kein Problem. Also wenn ihr hier einen ganz normalen Lenker habt, dann könnt ihr das Gerät ganz normal anschrauben. Da ist ja so eine Lenkerklemme bei, habe ich euch ja gezeigt. Aber ja, wir werden jetzt mal das Gerät einfach mal anschalten bzw. mit Strom versorgen. Auch habe ich es noch nicht direkt am Motorrad mit Strom versorgt, weil ja, ich muss halt, wie gesagt, erstmal mir eine kleine Platte bauen. So, und da startet es dann auch schon. Die wunderschöne Musik kommt. So. Und dann können wir hier natürlich wieder auf CarPlay drücken. Müsste noch mit dem Handy verbunden sein, also gleich weiterspringen. Jetzt kam schon ein Geräusch. Das Geräusch war jetzt, dass die Kopplung erkannt worden ist. Und schon seid ihr wieder im CarPlay drin. Ja. Ich simuliere jetzt mal, als wenn ich die Stromzufuhr jetzt mal wegmachen würde. Und schalte sie jetzt wieder ein. Also jetzt starte ich das Motorrad angenommen. Dann würde das genau so passieren. Das Gerät fährt hoch. Kommt die tolle Musik und dann startet ihr immer mit diesem Bildschirm. Ja, dann könnt ihr auch kurz warten, bis dieses Geräusch kommt.
So, das war jetzt das, ich habe jetzt nichts gedrückt, habt ihr gesehen, das war das Geräusch, dass das Handy erkannt worden ist und das Gerät geht automatisch in den Apple CarPlay rein. Ja, und hier könnt ihr wieder ganz normal dann eure Apps durchswipen und das starten, worauf ihr Bock habt. Gut, also wie gesagt, macht eine schlanke Figur, würde ich sagen, sieht gut aus. Das Display ist wirklich hell, also im Vergleich zu meinem Navi auf jeden Fall wesentlich heller und ja, kann um einiges mehr im Endeffekt dann als mein altes Navi. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich nochmal ein kurzes Abschlussgespräch und sehen uns dann gleich nochmal. Ja, also ihr habt es gerade gesehen, ich habe euch eigentlich jetzt so ziemlich alles gezeigt, also das heißt, zum einen haben wir das Unboxing gemacht, ich habe euch so ein bisschen erklärt, was das Gerät so kann, wir haben es auch mal so provisorisch ans Motorrad angebaut, ich habe euch ja gesagt, ich muss mir da noch eine Halteplatte bauen und ich muss auch noch das Kabel dann verkabeln mit dem Standlicht, so wie ich es im aktuellen Navigationsgerät auch gemacht habe, aber nichtsdestotrotz, finde ich, macht es erstmal einen sehr guten Eindruck, dieses Gerät. Jetzt ist erstmal die Frage, für wen ist denn so ein CarPlay oder ein Android Auto Gerät überhaupt interessant? Denn ich muss nochmal ganz klar sagen, nicht, dass ihr das falsch versteht, ihr habt hier kein Navigationsgerät. Also das ist kein eigenständiges Navigationsgerät, sondern ihr habt quasi ein Gerät, was ermöglicht, dass euer Telefon, also euer Handy, dann mit dem Gerät quasi dupliziert wird oder gespiegelt wird, besser gesagt. Ja? Das heißt, alles, was ihr auf dem Handy quasi macht, ja, ihr könnt halt, habt ihr gesehen, ihr könnt mit dem Gerät euer Handy steuern. Das ist kein Problem. Aber im Prinzip wird alles über das Handy berechnet. Ja? Das heißt, die Navigation wird über das Handy berechnet, die Musik kommt von eurem Handy etc. Es sei denn, ihr habt jetzt hier zum Beispiel eine SD-Karte drin, habt ihr auch gesehen, dass das möglich ist, prinzipiell eine SD-Karte einzubauen. Dann könnt ihr natürlich direkt von der SD-Karte auch die Musik hier abspielen oder auch Filme schauen etc. Das ist kein Problem. Wobei, man muss sich halt fragen, will man unterwegs Filme schauen? Ja, weil wenn man Filme schauen will, dann kann man auch zu Hause bleiben, finde ich. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Nichtsdestotrotz, ihr müsst halt wissen, im Endeffekt tut euer Handy alles berechnen. Für mich ist dieses Gerät interessant deshalb, weil ich prinzipiell gerne mein Handy zur Navigation nutzen möchte. Also ich habe jetzt, ihr habt ja gesehen, ich habe ja ein relativ altes Garmin Sumo Navigationsgerät. Das ist auch okay, aber es ist halt schon brutal alt. Ja? Man kriegt natürlich Lifetime-Updates und so weiter, das ist alles toll. Aber im Endeffekt ist es so, dass das Display nicht so wirklich hochauflösend ist, ist es sehr, sehr langsam. Also wenn ihr da mal eine Karte irgendwie rumswipen wollt und so, das dauert wirklich ewig, bis da die Eingaben dann ankommen etc. Und dadurch habt ihr natürlich einen Vorteil bei so einem Gerät, denn ihr könnt einfach euer leistungsstarkes oder stärkeres, definitiv stärkeres Smartphone nutzen, um die Navigation halt einfach zu starten. Ihr könnt die Apps benutzen, wo ihr Bock drauf habt. In meinem Fall ist es halt TomTom Go, da habe ich halt die besten Erfahrungen mitgemacht. Auch da ist nicht jeder hundertprozentig überzeugt. Da gibt es auch, wie gesagt, noch andere Apps. Es gibt Kalimoto oder es gibt ja auch noch, was weiß ich, MyRoots oder so. Oder ja, wie gesagt, es gibt einen Haufen Apps. Ihr müsst halt immer drauf schauen. Alles, was ihr verwenden wollt an Apps, muss natürlich für CarPlay oder Android Auto dann auch verfügbar sein. Wenn die jeweilige App quasi diese Funktion auch nicht hat, dann bringt es euch nichts, weil dann kann das Gerät das auch nicht wiedergeben. Das hat aber mit dem Gerät nichts zu tun, sondern dann kann kein anderes Gerät, was Android Auto oder Apple CarPlay verwendet oder ja, benutzen kann, kann das euch einfach das nicht darstellen. Ja, das liegt aber an der App selbst, nicht an dem Gerät. Also wie gesagt, das Gerät macht für mich einen sehr guten Eindruck. Es ist vernünftig verarbeitet. Es ist jetzt von der Menüführung ist es jetzt nicht super schnell. Ja, also ihr habt jetzt da natürlich kein niegelnagelneues iPhone, wo ihr hin und her swiped und nichts ruckelt und wackelt. Aber es hält sich wirklich in Grenzen, das Ruckeln. Ja, also es läuft, also in meinem Fall läuft es um ein Vielfaches schneller als mein Garmin Sumo. Ja, und ich habe, wie gesagt, den Vorteil, ich kann darüber auch meine Musik steuern. Ich kann darüber
ja, selbst unterwegs mir WhatsApp-Nachrichten vorlesen lassen, also über meinen Kopfhörern dann, weil ihr könnt ja dieses Gerät dann auch mit eurem Sena zum Beispiel verbinden. Wobei ich persönlich der Meinung bin, koppelt dieses Gerät nicht an Sena, sondern lasst einfach grundsätzlich eure ganzen Ansagen vom Handy aus ans Sena schicken. Weil ihr müsst euch ja so vorstellen, wenn ihr jetzt ein Sena habt, ja, dann schickt euer Handy erstmal das Signal an das Display und sagt dem Display, jetzt sagt dem mal, du musst in 280 Metern rechts abbiegen. Das Display muss dann dieses Signal wieder weiterschicken an euer Sena. Ich will damit sagen, dass halt eine relativ lange Kette ist. Ja, ihr könnt es einfach abkürzen, indem ihr sagt, ey nein, ich mache quasi den Sound direkt vom Handy ans Sena und lasse mir quasi nur alles, was visuell ist, also alles, was ihr sehen könnt, über das ja, AirPlay, CarPlay, meine ich, Android Auto Gerät anzeigen. Ja, bei mir ist ja grundsätzlich so, dass ich ja keinen richtigen Lenker habe bei meiner BMW, also keinen Rohrlenker, wie jetzt, ich will mal sagen, 80% der meisten Motorradfahrer haben alle einen Rohrlenker, aber ich habe halt wie auch bei einer Supersportler quasi Stummellenker, auch wenn meine nicht nach unten gehen, aber meine sind halt Stummellenker. Man hat halt keinerlei Möglichkeiten, eine Handyhalterung oder sonst irgendwas an meine BMW dran zu schrauben. Ja? Dazu kommt dann auch noch, dass man das Problem hat bei den Handyhalterungen, dass die, wenn man Pech hat, die Kamera von eurem teuren Smartphone kaputt machen. Weil die Vibration, ja, ist jetzt ein anderes Thema, können wir jetzt ein eigenes Video nochmal dazu machen. Aber auf jeden Fall können die Vibrationen von eurem Motorrad den Kamerastabilisator aus eurem Handy beschädigen, was zur Folge hat, dass eure Kamera nicht mehr fokussieren kann. Ist auch ein Punkt, warum man das Handy nicht unbedingt an den Lenker machen möchte. Ja. Ich weiß, es gibt da immer mal wieder Ausnahmen, wo es funktioniert, aber es gibt halt auch viele, wo es irgendwann nicht funktioniert. Aber dafür ist halt genau so ein CarPlay, ja, oder ein Android-Autogerät geil, weil ihr habt halt die Chance oder die Möglichkeit, euer Handy einfach in eurer Tasche zu lassen, in eurem Rucksack zu lassen, was auch immer. Denn die Daten werden quasi ohne Kabel an das Gerät gesendet von eurem Handy aus. Und ihr seht alles, was ihr sehen müsst. Ihr habt die Möglichkeit, einige Sachen zu steuern, Musik etc. Und ja, euer Handy bleibt ganz. Noch ein Vorteil ist, was heißt ein Vorteil? Man kann jetzt so sehen, nimmt man ein normales Navigationsgerät, so wie mein Garmin Sumo, was bei mir an dem Motorrad dran ist, dann läuft dieses Garmin Sumo einfach über Strom. Ja, es hat zwar auch einen Akku, aber da es ja immer verbunden ist, läuft es immer über Strom etc. Man muss sich quasi um das Handy wenig Sorgen machen, weil das Handy macht ja dann nichts in dem Fall. Ja, weil es macht ja alles das Navigationsgerät. In dem Fall jetzt hier mit dem Android Auto bzw. CarPlay von iOS ist es so, dass natürlich euer Handy trotzdem berechnen muss. Ihr habt aber den Vorteil, dass euer Handy-Display nicht an sein muss. Ja, das nimmt halt brutal viel Akkuleistung weg. Ja, also wenn ihr normal mit dem Handy navigiert, also ich habe das ja schon öfters mal gemacht, mit einem iPhone, ganz normal Navigation etc. Also da ist es oftmals so, dass ich dann bei so einer Strecke von, weiß ich nicht, 2, 3 Stunden oder so, dass da schon mein Akku dann mehr als die Hälfte verbraucht ist. Und beim Android Auto bzw. Apple CarPlay habt ihr natürlich den Vorteil, dass euer Display nicht an sein muss vom Handy. Und dementsprechend nimmt das viel, 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 viel weniger Strom weg von eurem Handy, als wenn ihr nur ausschließlich mit eurem Handy navigieren würdet. Ja, also ich glaube, der Rönschrat war es gewesen, der hat das schon mal getestet, wie viel Kapazität denn quasi so das Handy verbraucht oder an Akkuverbrauch hat, dann während es hier mit CarPlay verbunden ist. Und ich kann euch so viel sagen, es ist wirklich relativ marginal. Also wir reden da irgendwie pro Stunde, glaube ich, von 1 bis 2% Akkukapazität und das geht voll in Ordnung. Wenn ihr dann eine Powerbank mitnimmt und bei einer Pause dann mal kurz euer Handy dran macht, ja, also da habt ihr absolut gar keine Probleme. Das ist dann wirklich marginal. Ja, also
Noch einmal, ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Es ist jetzt ein bisschen kleineres Gerät. Also wir haben jetzt, wie gesagt, hier 5 Zoll. Es gibt natürlich auch Hersteller, die dann auch 7 Zoll anbieten. Es kann auch gut sein, dass KABC auch 7 Zoll anbietet. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. In dem Fall ist es jetzt hier ein 5 Zoll Display. Ich persönlich finde, ein 5 Zoll Display reicht. Man muss halt für sich entscheiden, ob das groß genug ist, aber in dem Fall ist es so, dass es ja mindestens genauso, wenn nicht sogar ein Ticken größer ist, wie mein aktuelles Navigationsgerät. Von daher passt das halt wunderbar. Ja, ich kriege jetzt in Zukunft nochmal ein 7 Zoll Gerät zugeschickt von einer anderen Firma. Werde da können auf jeden Fall auch gespannt sein, das werden wir auch mal testen. Aber wie gesagt, hier bin ich rundum erstmal sehr begeistert. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich euch ja schon quasi beim Funktionstesting schon quasi gezeigt oder gesagt. Das ist dieses Häuschen-Symbol auf der rechten Seite des Displays, ja, um halt quasi wieder in das, ja, auf die Main- oder auf die Startseite zu kommen. Ist ein bisschen ungünstig gelegt. Klar, man muss halt überlegen, egal wo du es hin tust, eigentlich wäre es dann immer ungünstig, ja. Ich persönlich bräuchte es gar nicht. Weil ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, oh ja, das hättest du jetzt mal gebraucht, dieses Häuschen-Symbol. Denn ihr habt ja rechts an der Seite hier auch noch 4 Tasten. Die oberen beiden Tasten hatten bei mir jetzt, glaube ich, keinen Effekt, weil, ja, das ist, glaube ich, für die Kamera, die optional man mitbestellen kann. Es gibt dann auch dieses Gerät jetzt hier als Package, wo schon quasi die Vorder- und die Rückfahrkamera schon mit dabei ist. Und was auch noch da dabei ist, sind, ja, das sind 2 so Sensoren, die ihr euch dann quasi an eurem Ventil von eurem Reifen bzw. von eurem Rad dran schraubt. Und dann könnt ihr euch über dieses Gerät quasi sagen lassen, was ihr für einen aktuellen Druck in eurem Reifen habt. Ja, und mit Warnhinweise etc., falls der Druck eine bestimmte Marke absenken sollte etc. Also da habt ihr eigentlich alles dabei. Und dann müssen wir hier auch ganz klar sagen, wir reden jetzt hier von einem aktuellen Preis von 76, 77 Euro. Mit den beiden Kameras, mit den beiden Sensoren für die Reifen, ja, und mit dem Code, ich blende ihn jetzt kurz ein, ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie er heißt, könnt ihr dann nochmal zusätzlich 15 Euro sparen. Ne, das ist jetzt hier keine Werbung für mich oder sonst irgendwas, ich habe davon nichts, ja. Aber falls euch das interessiert und ihr sagt, ey yo, hab ich mal Bock drauf, ne, könnt ihr einfach jetzt mal hier bei dem Hersteller KABC das Gerät mal auschecken. Die stellen natürlich auch Geräte her fürs Auto, ja. In dem Fall ist es jetzt hier halt ein Package fürs Motorrad. Ja, und wie gesagt, gibt es dann halt auch mit den Kameras, mit den Sensoren und dann bei 176 Euro. Jetzt könnte man sagen, gut, für 176 Euro kriegst du auf jeden Fall kein gescheites Navigationsgerät. Es ist halt kein Navigationsgerät, ne? Das muss man sich mal vor Augen führen, aber ich finde, es macht auf jeden Fall das Motorradfahren ein bisschen smarter. Ich stehe ja mal so ein bisschen auch auf Technik und so weiter, deshalb war ich jetzt auch sehr glücklich, dass KABC mir das hat zugeschickt und mir das zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Also bis jetzt muss man echt sagen, ist das wirklich, ich finde, seinen Preis auf jeden Fall wert. Ja, für 176 Euro kann man gar nichts sagen, wie gesagt, mit Rabatt ist es ja noch mal weniger. Und wasserdicht ist es auch. Ja, das heißt, ihr könnt es dauerhaft am Motorrad lassen, ist alles gut. Und ja, wie gesagt, ich denke, ich bin jetzt auch am Ende erstmal. Sollten noch irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas auftauchen, einfach in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, ich werde den Hersteller nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auf ihre Seite gehen. Die haben auch sehr, sehr viele Zahlungsmöglichkeiten. Ihr habt sogar 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich hole mir das mal, aber ey, es ist dann doch nichts für mich, weil warum auch immer, habt ihr die Möglichkeit, das zurückzuschicken. Ihr kriegt auf jeden Fall euer Geld wieder zurück. Also auf jeden Fall, ja, eine gute Sache, kann man nicht viel falsch machen, finde ich. Ja, gut, ansonsten danke ich euch auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ein Daumen nach oben wäre wirklich toll. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert kostenfrei den Kanal. Ja, und ansonsten kann ich euch sagen, bleibt schön gesund, bleibt schon bis zum nächsten Mal. Schau, Perim ist raus. Macht es gut.